Was mache ich hier bei einem? Was hast du gerade vor? Was machst du mit mir? Ich kenne mich hier gar nicht aus. Das ist in der Nähe von einem Autobahn. Und er hat mich einfach hier liegen lassen. Seht ihr das überhaupt? Guck mal, wie es hier aussieht. Jo, meine Freunde, was geht ab und willkommen auf Border TV, Freunde. Mein Name ist Bayram Ali. Und zwar, Freunde, ich muss jetzt richtig schnell machen, denn mein Bruder ist gerade drüben in der Wohnung und ich bin hier und er wartet gerade auf mich. Und zwar, Freunde, mein Bruder und ich, Mehmet, wollten normalerweise heute einen Tag lang in einem Wald übernachten Video drehen. Das denkt er natürlich, ich drehe einfach ein Prank, Freunde. Wisst ihr, was ich machen werde? Auf jeden Fall, Freunde, ich werde ihn da alleine lassen. Wir werden da hinfahren. Ich werde einfach ins Auto steigen und wegfahren. Einfach wegfahren. Einfach Mehmet allein im Wald lassen. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ich will auch nicht zu viel reden, Freunde, denn wir müssen hier mal Leute grüßen. Falls ihr auch gegrüßt werden wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal und schreibt in die Kommentare, Leute. In die Kommentare, Glocke aktiv. Und Freunde, je mehr ihr kommentiert, desto auffälliger werdet ihr, desto schneller können wir euch sehen. Hier stehen die ganzen Namen, Freunde. Und wir gehen immer der Reihe nach. Und wir versuchen immer, eine weibliche und eine männliche Person zu nehmen. Und ich grüße Eray Yilmaz. Bruder, ich grüße dich auf jeden Fall. Ich hoffe, du siehst das. Ich grüße Ilam. Der kommentiert wirklich jedes Video und du supportest uns. Wir sehen das und deswegen grüße ich dich jetzt. Und falls ihr auch nochmal gegrüßt werden wollt, dann einfach abonnieren. Hashtag Glocke aktiv in die Kommentare schreiben. Und ja, Freunde, sonst würde ich sagen, bis gleich und Peace. Yo, Freunde, wir sind jetzt gerade im Auto, Bayram und ich. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Wald, ne? Genau so ist es. Wir haben was Krasses vor, Freunde. Draußen regnet es, scheiß Wetter. Ich zeige euch das mal kurz. Guck mal, wie das aussieht, Mann. So, Freunde, mein Bruder ist jetzt in der Tankstelle drin und ich habe jetzt die Möglichkeit zu reden. Freunde, auf jeden Fall, was ich machen werde. Leute, ich zeige euch mal kurz. Hier, da. Er geht gerade zur Tankstelle rein. So, er ist drinne. Freunde, auf jeden Fall. Mein Bruder denkt, wir drehen in irgendein Video im Wald. Wenn wir im Wald drin sind, werde ich sagen, ey, Mehmet, guck mal jetzt kurz im Auto irgendwo außen und ich steige dann in ein Auto ein und dann werde ich einfach wegfahren. Ich will einfach, dass er allein im Wald ist und er denkt natürlich, wir drehen ein Video. Und was hast du geholt? Ja, Multivitamin 20. Digga, andere holen irgendwie 360 und so und er holt einfach so ein Kindergetränk. Unnormal geil, Alter. Was machen wir jetzt? Ja, wir fahren jetzt Richtung Wald, ne? Was machen wir da? Das seht ihr vor Ort. Das wird einfach zu krank. Da hast du recht, Mann. Das wird zu krank, Alter. Ach. Ey, wenn die Leute wüssten, ne, das ist einfach andere Liga. Freunde. Ja, Mann. Ne? Ja, Mann, übel. Aber ey, eine Sache. Wir ziehen das beide durch, ne? Was? Ach ja, so. Du weißt schon. Ja, aber das ist. Und Leute, das werdet ihr vor Ort sehen. Ja. Keine Faxen machen, ne? Zu krass, Freunde. Und keine Faxen machen bei der Ma. Ich meine das ernst. Was für Faxen, Junge? Ja, ich meine das ernst. Fahr jetzt dahin. Ich mit Faxen, also sowas kenne ich bei mir nicht. Also da bist du der Experte. Ich würde sagen, bis gleich und ich lache einfach mal. Ciao. Yo, Freunde, wir sind jetzt außerhalb des Waldes. Ja, perfekt, Elio. Lava. Komm jetzt. Nimm ihn mal auf. Willst du hupen oder was? Ja, aber nimm ihn mal auf. Nein, Digga, hupen nicht. Nein? Ja, sag dann. Ja, mach mal. Guck mal, nimm ihn mal auf. Nimmst du ihn auf? Ich weiß nicht. Richtig, sag mal. Guck mal jetzt, ich hupe jetzt. Johnny, was machst du da, Johnny? Hat er sich erschreckt? Ja, sag doch nicht. Hallo. Ganz ruhig, mein Freund. Heute, wir steigen jetzt aus, wir gehen angeblich in den Wald reinschneiden. Komm. Walla, komm jetzt. Sieht man mich überhaupt? Ich guck mal, man sieht mich. Leute, so. Das ist hier der Wald. Walla. Guck mal, das ist hier der Wald. Gucken wir mal noch. Boah, die eine hat so gerade so runtergekommen. Mach mal wieder. Wie hat die geguckt? Spaß. Mach mal wieder. Nein. Guck mal kurz. Tam, Leute, wir sind jetzt hier gerade im Wald. Jetzt kommt mein Auto. Ich hab mein Handy vergessen, Digga. Ey, kann halt mal Kamera. Bilder machen, Alter. Ja, wir machen gleich, hatte. Halt mal. Mein Handy vergessen, Mann. Guck mal, Model, Alter. Guck mal, Model. Freunde. Guck mal, Model. Kennt ihr diese Leute, die machen so? Guckst du? Du musst so. Spaß so. So, Freunde, ich bin jetzt im Auto. Er ist gerade da. Hä? Sen ne yapıyorsun orada?
Was machst du da? Seni kim kandırdı Digga? Dachtest du jetzt, wir bleiben einen Tag im Wald? Hä? Hä? Mehmet, hörst du dieses Autogeräusch? Mehmet! Nerede lan bu? Bu ist der Digga. Was machst du? Was mach ich, ne? Komm doch! Ja, Dings. Warte. Warum machst du das Auto an? Beklessene, Digga. Nein, warte mal, das Roll. Guck mal, hinten ist irgendwas. Was hinten ist irgendwas? Warum geht die Ampel nicht so? Hinten, da, ich hab da was gehört, geh mal. Alter, wir sind jetzt drinne, Digga, komm jetzt. Was ja, guck mal du, schnell, da ist was. Was hast du mal, da gehört? Scheiß mal auf Video jetzt, guck mal schnell. Was, wo? Hörst du da was? Wo, was denn? Guck mal da. Guck wo? Doch unten, ich geb jetzt einmal Gas. Ja, mach. Ich geb jetzt Gas, ne? Ja, mach. Geh weiter runter. Ey, ey, valla. Guck mal da. Ey, wohin? Ciao. Kannst du Fuß nach Hause kommen? Komm doch. Der ist jetzt da alleine. Mehmet! Sieht man die Leute? Da kommt jetzt gerade ein Auto, ich muss jetzt wegfahren. Tschüss! Schreib mir, ruf mich an, tschüss! Leute, das ist jetzt ein richtig geiler Prank, denn ich lasse ihn gerade alleine im Wald. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Ich guck mal, was er so macht. Ich rufe ihn mal gleich an oder keine Ahnung. Und ich fahr jetzt einfach nach Hause, ein bisschen zu Hause chillen. Und ich hole ihn dann vielleicht später ab, vielleicht auch nicht. Machajas, weil er Käfer gehört, weißt du, so, wenn ich Lust habe, wenn ich nicht Lust habe, dann habe ich keine Lust, du verschießt mich, und sonst, Freunde, weil ich habe mich gerade einfach alleine gelassen, bis gleich. Ey, Freunde, sagt mir nicht, er ist jetzt einfach weggegangen und hat mich jetzt einfach hier stehen lassen. Ey, Digga, Bayram, ne? Ey, Junge, du bist so behindert, Digga, Alter. Ich meine, jetzt guck mal, wo ich bin. Ey, Digga, nein, Mann. Ey, sagt mir nicht, er hat mich geprankt. Sagt mir nicht, er hat mich geprankt, Digga. Ey, Junge, Mann, ich hab noch die Kamera. Ist der bescheuert? Digga, was sind das für Geräusche? Bin ich im Zoo oder was? Digga, Mann. Ey, ich ruf den mal jetzt an. Ist der bescheuert, Alter? Ey, der lässt mich einfach hier alleine, Mann. Ey, ich sag, oh nein, Digga, nein. Leute, wisst ihr, was wir vorhatten? Wir hatten vor, einen Tag hier im Wald zu übernachten, zu überleben, zu leben. Ey, und er macht jetzt mit mir so. Digga, Bayram, Digga, nein, Mann, Digga. Er lässt mich einfach im Wald. Ich kenne mich hier gar nicht aus, Digga. Ey, stellt euch mal vor, hier kommt jetzt ein Hund. Hier kommt jetzt so ein Wildschwein. Digga, nein. Ey, nein, hör auf, Bayram. Freunde, ich ruf den jetzt an. Was das soll? Digga, der will mich doch komplett verarschen, Mann. Der will mich doch komplett verarschen. Ich mache jetzt extra FaceTime, damit ich sein Gesicht sehe. Digga, nein, hier, Freunde. FaceTime. Digga, will er mich komplett verarschen? Stellt euch mal vor, wir sind jetzt Mörder, Mann. Digga, ich bin richtig behindert geworden. Ey, der geht nicht mal dran, Mann. Ja. Hallo. Ja, Bruder, was los? Warum ist das dein Ernst, Mann? Junge, komm hier wieder zurück, Mann. Digga, Mehmet, ich bin gerade hier bei der Tankstelle. Ich hab mir gerade was zu essen gekauft. Nein, was mach ich hier bei dem? Was hast du gerade vor? Was machst du mit mir? Digga, was machst du da, Digga? Digga, wie? Er sagt, was machst du da? Junge, wir wollten beide hier übernachten. Wir wollten hier übernachten, hallo? Wo bist du, Mehmet? Ich bin im Wald, er sagt, wo bist du? Er lässt mich hier ab, er sagt, wo bist du? Junge, Digga, was machst du im Wald? Digga, was mach ich hier überhaupt, Digga? Hol mich immer ab, Mann. Wer hat dich da abgelassen? Er sagt, Bayram, Digga, übertreib jetzt nicht. Hol mich jetzt ab, reg mich nicht auf. Bayram, halt die Fresse, Digga, sei leise. Ich bin
hol mich jetzt ab. Ich geh jetzt schön ins Warme und du kannst dir da schön Junge, halt ja. Dein Maul, Bayram, du holst mich jetzt hier ab. Ey, Digga, hier fahren Autos lang. Bayram, du holst mich jetzt ab. Er hat mich komplett verarscht. Nein, Digga. Ey, ich bin jetzt in der Kälte. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Wir haben, wie gesagt, abgemacht, dass wir hier einen Tag lang übernachten werden. Und was macht er mit mir? Er lässt mich einfach hier alleine. Guckt euch mal an, wie das hier aussieht. Digga, nein. Das ist eine Liga zu hoch. Digga, hör auf damit. Bayram, du wirst sehen. Du wirst sehen, Digga, was ich mit dir mache, Digga. Du lässt mich im Wald? Ey, ich glaube, es donnert. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Egal, wo du hinguckst, ob du da hinguckst oder da hinguckst, überall nur Wald. Leute, ohne Witz. Schickt mir mal, jetzt macht Pause, geht kurz auf mein Instagram, Boxer Mehmet, ihr wisst Bescheid, und schickt mir mal richtig krasse Prank-Ideen, wie ich Bayram richtig hochnehmen werde. Ey. Boah, ich dachte, das wäre ein Wildschwein. Oh mein Gott. Boah. Das ist ehrlich nicht mehr normal. Nein, Mann. Ey, ich kann nicht mehr. Leute, es wird auch langsam dunkel. Stellt euch mal vor, ich bin jetzt hier und da steht ein Mann. Und auf der Seite steht auch ein Mann. Was will man machen? Ich kann nur von mir aus sagen, geht niemals alleine irgendwo spazieren. Was heißt spazieren? Im Wald spazieren. Denn da können wirklich extrem krasse Sachen passieren. Wie Ermordung, da ist ein Hund. Leute, da ist ein Hund, ey, ich muss wegrennen. Ey, ich habe da wirklich einen Hund gesehen. Ey, nicht, dass er läuft und denkt, so läuft er, der hat was getan. Und er läuft dann auch hinter mir. Leute, ich lieg so schön im Bett, ist schön warm. Ich habe hier alles, was ich will. Und Mehmet ist einfach in irgendeinem Wald drin, Digga. In irgendeinem Wald, Mehmet. Ich weiß jetzt nicht, was du da machst. Und Leute, ich bin auch richtig müde gerade. Ich glaube, ich gehe jetzt ein bisschen schlafen erstmal. Ein bisschen chillaxen. Und dann, ja, mal schauen, ne? Ist schon krass, ne? Seid ehrlich, Freunde. Ich habe ihn einfach in irgendeinem Wald so stehen gelassen. Und ja, mal gucken. Vielleicht lasse ich ihn auch mal irgendwann woanders stehen, ne? So bald. Und schreibt mal in die Kommentare, wo ich noch meinen Bruder so stehen lassen kann. Ob auf der Autobahn vielleicht oder in irgendeiner anderen Stadt. Voilà, das wäre geil, ich schwör's dir. Auf jeden Fall, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Und ja, ich guck mal jetzt, was ich mache, keine Ahnung. Und bis später, ciao. Oh, ey, ich bin über alle Berge. Ey, ihr seht mich gar nicht, wartet mal. Boah, ist schon so dunkel geworden. Freunde, ich weiß nicht, ob ihr mich seht. Aber, boah, guck mal, wie es hier aussieht. Ich habe jetzt meine Handytaschenlampe an. Bayram, du kleiner Esel. Digga, wo bin ich? Bayram! Freunde, guckt euch mal an, wie das hier aussieht. Hört ihr die Sirene? Ey, scheiße. Meine Kamera wird doch beschlagen. Es schneit irgendwie oder es regnet. Freunde, ich bin jetzt hier nirgendwo. Ich kenne mich hier gar nicht aus. Das ist in der Nähe von einem Autobahn. Und er hat mich einfach hier liegen lassen. Seht ihr das überhaupt? Guck mal, wie es hier aussieht. Hier überall. Freunde, ey, Bayram. Wir wollten ein Video drehen, wo wir einen Tag hier übernachten werden, wie es ist. So einen Tag im Wald zu sein. Und dann lässt er mich einfach da und haut ab, Freunde. Ich bin jetzt hier in der Dunkelheit. Überlegt euch mal, wenn wirklich einer kommen sollte. Und ihr wisst, was hier auf dieser Erde abgeht. Und dann bin ich hier noch, Alter. Ey, Bayram, du wirst das Video sehen. Und ich sag's dir, ne? Jetzt, du hast jetzt wirklich mein Limit erreicht. Freunde, es reicht. Mit Spaß ist vorbei. Ey.
mir kommt es vor, als ob ich irgendwelche hier sehe. Oder ich schiebe mir einfach Paranoia. Guck mal, wie kalt ist es. Ach, scheiß drauf. Ich habe übelste Hunger bekommen. Und Leute, seid niemals abends, nachts unterwegs im Wald. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Überlegt euch mal, jemand nimmt mich jetzt mit und dann vorbei mit Spaß. Guckt euch mal an, wie dieser Weg hier aussieht. Guckt mal. Man kann nichts erkennen, nichts. Nur schwarz. Bäume, nichts. Freunde, mit Spaß ist vorbei. Das hat nichts mehr mit Spaß zu tun. Ey. Aber als ob ich da jemanden sehe. Bayram! Bayram, ich meine, hör auf! Als ob da jemand ist. Ihr könnt das gar nicht sehen, weil es zu dunkel ist. Bayram, wenn du Spaß machst, ne? Ich zeig dir was Spaß. Komm jetzt raus, wenn du das bist. Seht ihr da jemanden? Bayram. Oder wenn das auch eine andere Person ist, die ich gar nicht kenne. Wenn du auch Hilfe brauchst. Ich brauche auch Hilfe. Wenn du willst, wir können uns zusammentun, wenn da jemand ist. Boah, ist da unten jemand? Ey, ich habe so eine Angst. Ey, ich habe Angst, laut zu sprechen. Nicht, dass mich irgendjemand hört und dann hierher kommt. Ich hab Hunger, ich hab Durst. Ich höre die ganze Zeit. Ey, wie spät ist es überhaupt? Habt ihr das? Fuck. Habt ihr das gehört? Oh. Ach du Spider, wo bist du, du kleiner Esel? Du Truthanskörper. Digga, ich sehe vor mir gar nichts mehr. Freunde, ich habe so Hunger bekommen. Ey, diese Taschenlampe blendet einfach mein Gesicht. Ich sehe gar nichts. Guck mal, wie die das gestapelt haben. Ey, ich höre hier die ganze Zeit was. Das ist nicht mehr normal. Ich rufe den jetzt an. Was? Willkommen bei O2. Was, Mann? Was? Ich rufe ihn wieder an. Ey, will er mich verarschen? Will der Junge mich verarschen? Will der Junge mich verarschen? Freunde, ich weiß nicht, ob ich noch mein Handy brauche. Aber hier ist schon Helligkeit genug. Ich habe irgendwie den Weg nach draußen wieder gefunden. Ich bin jetzt wieder auf der Straße. Es sieht langsam aus nach einem Ziel. Was ich auch noch sagen muss, schreibt mir auf jeden Fall auf Instagram. Hier ist mein Name, Instagram-Name. Schreibt mir auf jeden Fall auf Instagram krasse Prank-Ideen. Nicht so wie zum Beispiel, ja, prank ihn mal, dass du schwanger geworden bist. Nein, nicht sowas. Einen krassen Prank nicht Bayram schreiben, mir schreiben. Und ich werde diese krasse Pranks wirklich am Bayram machen und nutzen. Deswegen schickt mir einfach krasse Ideen. Und ja, mal lasst euch was krasses einfallen. So, Freunde. Ey, ich bin erstmal froh, zu mir nach Hause zu gehen, zu uns drüben. Boah, ey, das war nicht mehr normal. Fast einen ganzen Tag im Wald verbracht. Boah, ich rufe Elvis. Ich werde auf jeden Fall erstmal Bayram anrufen, weil was er gemacht hat, geht gar nicht. So, wir sind jetzt wieder da. Boah, ich freue mich gerade erstmal zu Hause zu sein, Freunde. So, Freunde, ich rufe ihn an. So. Warum ist das so leise? Guck mal. Man hört einfach nichts, immer noch nichts. Er meinte das richtig ernst mit seinem Prank. Ich rufe ihn jetzt wieder an. Ja. Bayram. War das jetzt dein Ernst, dass du mich im Wald einfach so liegen gelassen hast? Ich bin jetzt zu Hause gerade angekommen. Sag mir das mal. Digga, ich war gerade am Schlafen, Alter. Ich hab dich ja voll vergessen. Ja, Bayram, weißt du, wie spät wir es haben? Leute, guckt mal. So, 9 Uhr, 21:59 Uhr, 22 Uhr jetzt. Ich war 4-5 Stunden im Wald.
Ja, das war ein offizieller Prank von dir, ne? Digga, sowas macht man nicht mal. Ich war 4-5 Stunden einfach draußen in der Kälte. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Irgendwo in der Nähe vom Autobahn. It's a prank, Junge. It's a prank, Mann. Bayram, wir haben das normalerweise ganz anders abgemacht, dass wir einen Tag lang da übernachten. Was machst du? Du lässt mich da einfach alleine. Jo, denkst du, ich gehe einen Tag übernachten? Ist ja nicht gut, Mann. Wer hat dich denn verarscht, Alter? Digga, warum hast du mich nicht abgeholt? Ich rufe dich die ganze Zeit an, du bist gar nicht an dein Handy dran gegangen. Digga, ich war am Schlafen, Alter. Junge, Alter, tamam, heide, Mann. Wo bist du? Ich bin jetzt zu Hause gerade angekommen, du Esel. Als ob du zu Fuß da gelaufen bist. Normal bin ich zu Fuß da hier hingekommen. Ja, wenn du nicht die ganze Zeit dran gehst, was soll ich machen? Soll ich noch einen Tag da bleiben oder was? Scheiße, Digga, ich bin eingeschlafen. Sorry, lo. Ich wollte einen Prank drehen, Digga, das ist ja richtig gelaufen. Wir wollten was ganz anderes machen, aber. Junge, du wirst sehen, was du zurückkriegen wirst. Das ist ehrlich, ich will dir auf zu lachen. Heide. Freunde, ich habe Bayram endlich mal nach einer langen Zeit erreicht. Offiziell war das ein Prank gegen mich. Wir hatten was ganz anderes vor, Freunde. Aber nichtsdestotrotz, Freunde, wir hoffen, dass das Video euch gefallen hat, weil wir wollten eigentlich was komplett anderes machen. Aber egal. Lasst ein Abo da, Freunde. Und wie gesagt, schickt mir auf jeden Fall kranke Ideen. Nicht Bayram, schickt mir kranke Ideen auf Instagram. Boxer Mehmet, ihr wisst Bescheid. Und ja, da werde ich ihn zu 1.000.000% beweisen, dass er, was er gemacht hat, es bereuen sollte. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen kommentiert, was ich als nächstes machen kann bei ihm. Aber krasse Pranks. Und ja, Freunde, ich würde von dir aus sagen, ich gehe erstmal duschen, essen, trinken. Und danach lege ich mir erstmal ins Bett. Ich bin K.O. Ich würde dann sagen, Freunde, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Und ciao.